Hallihallo, hier ist wieder der Callcenter Crusher und im heutigen Video geht es um die Firma Aux Capital. Diese Betrügerfirma ist sogar zu blöd, ihre eigene Rufnummer zu spoofen und hat dazu noch eine sehr schlechte Telefonverbindung. Daher brauchte es 5 Anrufe, bis ich beweisen konnte, dass sie unseriös sind und sie aufgaben, mich zu betrügen. Viel Spaß also mit diesem Video, nach dem Intro geht's los. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Unser Joachim Dingsbach-Bergmeier. Wie haben Sie den Namen gesagt? Spreche ich mit der Joachim? Ja, den Nachnamen bitte. Okay, und ich bin Benjamin Morris und ich rufe von Aux Capital. Ja. Herr, ich kontaktiere Sie bezüglich des Onlinehandels. Sie Nicht haben Herr, eine. Herr Ringsbach-Bergheimer, bitte. Okay. Alles verstanden. Und Sie haben eine Werbung gesehen und Sie haben in dieser Werbung Anmeldung gemacht. Das ist korrekt? Das ist korrekt, ja. Okay. Ich erkläre Ihnen kurz die notwendigen Informationen und helfe Ihnen, das Konto zu aktivieren. Okay. Ja? Okay, ja, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich, zum Beispiel Aktien oder Kryptos? Ich habe vor Jahren mal Aktien gekauft, ja. Aha, sehr gut. Okay, jetzt Sie bekommen ein automatisches Software-System, das für Sie ganz eigentlich gekauft und verkauft durch algorithmische und mathematische Statistiken. Bitte, und was? Sie haben... Sie sprechen okay. Schnell und sehr undeutlich. Was für ein System? Okay. Sie bekommen ein automatisches Software-System, das für Sie ganz eigentlich gekauft und verkauft, durch algorithmische und mathematische Statistiken. Verstanden? Ja, gut. Okay, sehr gut. Tut mir leid, meine Deutsch ist nicht gut, weil ich wohne in einem Jahr in Deutschland und ich komme aus Italien. Ah ja. Und Sie haben 3 Möglichkeiten. Normales Konto, Mindestanlage 250 Euro. Um ein aktives Handelskonto auf dem Finanzmarkt zu haben. Sie bekommen einen persönlichen Finanzberater mit jähriger Erfahrung auf dem Finanzmarkt. Und Sie erstellen die beste Handelsstrategien für Sie und stellt das automatische Handelssystem individuell für Sie ein. Und 2. Premium-Konto Investition 500 Euro, das ist VIP-Konto. Und VIP-Plus-Konto Investition 1000 Euro. Verstanden? Ja. Das ist gut. Und wie viel Sie das Konto aktivieren möchten? Wie viel möchten Sie investieren? 250 Euro, 500 Euro und 1000 Euro? Ja, das weiß ich ja noch nicht. Ich weiß ja noch gar nichts über Ihre Firma. Sie sagten, Sie sind erst ein Jahr in Deutschland, aber Sie rufen ja gar nicht aus Deutschland an, sehe ich an Ihrer Telefonnummer. Ja, meine Telefonnummer ist deutsch. Das ist die Nummer. Nein. Das ist eine Nein? Das ist 32. Das ist nicht Deutschland. Das ist 39. Nein, das ist 32. Ah, ich weiß, weil ich rufe im Computer, aber jetzt diese Nummer ist erreichbar und jetzt ich rufe in diese Nummer. Ja gut, aber okay. Nee, und nicht erreichbar. Augenblick, Augenblick. Ja. Sie rufen aus okay. 33 aus dem Land 32 an. Welches Land ist denn das? Das ist deutsche Nummer. Ich rufe im Computer. Nein, ja, trotzdem, okay. Es ist Moment, nicht bitte. Augenblick lassen. Wir haben das ja noch nicht geklärt. Also 3-2 ist nicht Moment. Deutschland. 4-9 ist Deutschland. Ja, ich weiß. Ja, aber Sie rufen 4, aus 3-2 an. 3-2, ja? Ja. Okay, 3-2. Okay, joachim.rickbachtermeier@furcaro.com, Ihre aktive E-Mail, ja? Nein, das ist nicht richtig, das ist @gmx.de. Aha, okay, alles verstanden. Sie haben Interesse für dieses Thema, ja, ist Onlinehandel. Ja, natürlich, sonst hätte ich mich ja nicht angemeldet. Okay, ich sage meine Manager und meine Manager rufen und alles erklären, okay? Ja gut, dann soll er mir das erklären. Okay, danke schön und ich, meine Manager rufe in 2 Minuten, okay? Okay. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss.
Ja, bitte. Hallo, guten Tag, spreche ich mit Ihrer Linkskraft? Ich verstehe Sie nicht. Hören Sie mich jetzt? Nein, Sie haben eine ganz schlechte Leitung und es ist sehr laut bei Ihnen. Jetzt tut mir leid, aber jetzt ist besser oder ist wieder so schlecht? Ich verstehe Sie immer noch nicht. Dann ich rufe eben neu an. Okay. Ja, bitte. Ja, guten Tag, Herr Riesbach-Wertheimer. Also, ich bin jetzt nicht so, dass ich eine Hauptstadt habe. Ich verstehe Sie immer noch kaum. Es ist sehr laut bei Ihnen und Sie haben eine ganz schlechte Telefonleitung. Guck mal weiter, was. Ich versuche noch einmal anzurufen, aber es ist wieder so, ja? Genau. Genau, ist genauso schlecht. Und vor allem, warum rufen Sie mit unterdruckter Nummer an? Wer sind Sie denn? Also wir rufen von Hauptkapital an. Wir benutzen ein internationales Rufprogramm. Ja, es wird aber keine Nummer angezeigt. Also normalerweise muss eine Nummer bei Ihnen aufstehen. Nein, es wird keine Nummer angezeigt, sage ich ja. Also diese Frage kann ich leider nicht beantworten. Wir benutzen ein internationales Rufprogramm. Und ja, aber selbst internationale Rufnummern werden ja angezeigt. Also muss eine Nummer angezeigt werden. Also bitte? Das kann ich leider nicht. Das kann nicht vorstellen. Es muss eine Nummer bei Ihnen angezeigt werden. Nein, wird es nicht, sage ich doch. Sie rufen mit unterdruckter Nummer an und von einer Firma, wenn Sie eine Firma sind, dann erwarte ich, dass Sie mit Ihrer normalen Telefonnummer anrufen und nicht mit unterdrückter Nummer. Ja, aber das ist ein Programm. Also wir benutzen keine also Festnetznummer, ja? Also wir benutzen ein Programm. Ja, aber trotzdem muss doch eine Nummer angezeigt werden, wenn Sie von einer Firma anrufen. Ja, das muss auf jeden Fall. Ja, und das tut es ja nicht. Es wird keine Nummer angezeigt. Das kann ich leider nicht vorstellen. Es muss eine Nummer angezeigt werden. Es wird nicht. Sie werden als anonymer Anrufer angezeigt. Dann rufen Sie mich doch einfach nochmal mit Ihrer Firmennummer an. Dann sehe ich ja, welche Nummer das ist. Ja, alles klar. Ich versuche es. Genau. Ja, bitte. Hallo? Hallo. Ja, hallo. Rede ich gerade mit Herr Ringsbach-Bergheimer. Ja, wer ist denn da? Mein Name ist Brian Morrell. Ich rufe euch von der Augs Capital an, ja? Ja, wie war der Name? Brian Morrell. Ah ja, okay. Ja, also Sie haben vor 2 Tagen Ihr Interesse gezeigt an Online-Handeln und unsere Kollegen haben auch angerufen. Also, Sie wollten ja auch nicht reden und haben direkt aufgelegt. Darum wollte ich anrufen und fragen, also warum haben Sie Ihr Interesse verloren? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher Kollege hat angerufen? Also unsere Kollege, ja, Benjamin Moritz hat Sie angerufen. Also erstens habe ich angerufen, sie haben das Telefon nicht aufgemacht, danach hat unsere Kollege angerufen, ja, Benjamin Moritz. Und danach haben sie geredet und sie meinten, dass es eine Komplikation war, ja. Also und sie wollten nicht mehr weiterreden und sie haben direkt aufgelegt. Und darum wollte ich ja auch anrufen und fragen, also warum haben sie ihr Interesse verloren? Also weil sie haben also vor 2 Tagen auch online... Irgendwas wird da wohl gewesen sein. Ich weiß ja, es jetzt nicht mehr. Ja, darum wollte ich auch anrufen und fragen ja nochmal. Also, weil Sie haben vor 2 Tagen eine Anmeldung gemacht und nach 2 Tagen sagen Sie, dass Sie kein Interesse mehr haben. Darum wollte ich ja einfach auch anrufen und lernen. Ja, ja, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Das ist ja nun schon 2 Tage her. Also irgendwas wird da ja gewesen sein. Okay, also haben Sie Interesse immer noch an Online-Handeln? Grundsätzlich schon, natürlich. Okay,
Also haben Sie auch Informationen und Erfahrungen an unseren Websites, ja? Also nee, unseren Unternehmen? nein, mit Ihrem Unternehmen habe ich keine Erfahrung. Okay, kein Problem. Also benutzen Sie WhatsApp mit dieser Nummer. Ich kann auch Informationen senden und Sie können auch weiterlesen. Ja, das mag ja durchaus sein, aber ist Ihnen nicht aufgefallen, dass das eine Festnetzrufnummer ist? Ja, das ist ein Anrufsprogramm. Ja, und trotzdem ist es eine Festnetzrufnummer, auf der Sie Okay. anrufen. Okay, dann kann ich da auch E-Mail schicken, ja? joachim.ringsbach-bergheimer@fakuru.com, Nee, ja? @gmx.de. Okay. Okay. Ist auch falsch geschrieben. Okay, dann schicke ich ein E-Mail, ja? Dann können Sie auch weitere Informationen weiterlesen und wenn Sie auch Interesse haben, dann können Sie auch zurückmelden, ja? Ja gut, wenn das dann so sein sollte, dann kann ich mich ja Okay. eventuell melden. Ja. Dankeschön. Ich wünsche euch einen guten Tag. Ja, danke ebenso. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. Ja, bitte? Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Joachim Ringsberg-Bergheimer? Ja, wer ist da bitte? So, hier ist George Wessel von AUX Capital. Sie sind auf unsere Werbung angemeldet und Interesse an Kryptobörse gezeigt. Und ja. Deshalb rufe ich bei Ihnen dann. Ja, so, und? Sie haben. Und also, ich bin dabei, Ihnen zu helfen, um Ihr Konto zu aktivieren. Ja, von AUX Capital. Das ist schon klar. Von AUX Capital. Ich hatte doch schon Kontakt mit Ihnen. Ja. Also haben Sie schon ein Konto bei uns oder nicht? Na, erstmal hatte also ich ja ein paar Fragen und leider wurden meine Fragen ja nicht beantwortet. Ja, dann fragen Sie bitte, also stellen Sie bitte die Fragen und ich werde Ihre Fragen beantworten. Ja, ist der Kollege Brian Morell denn da? Ja. Ja, dann geben Sie mir den nochmal bitte. Also Sie möchten mit Brian Morell sprechen? Richtig. Okay. Mit dem hatte ich ja per E-Mail schon Kontakt. Warum rufen Sie mich dann an, wenn Sie das nicht wissen? Also, ich weiß, aber also ich habe gerade die Daten bekommen, ja. Also, Herr Brian Morell hat mit Ihnen bereits gesprochen, aber jetzt habe ich Ihre Daten bekommen. Deshalb rufe ich bei Ihnen an. Ja, und nicht Brian. Warum klatscht da jemand? Haben Sie eine Party im Hintergrund? Nee, wir haben keine Party. Ja, warum wird dann geklatscht? Also das spielt keine Rolle. Also wenn Sie Interesse haben, auf unserer Plattform Handel zu beginnen, das spielt keine Rolle. Ja, dann erzählen Sie mir erstmal, wo sitzt Ihre Firma denn? Wo ist Ihre Firma denn gemeldet? In Berlin sitzen wir. In Berlin? Genau. Ah ja, okay. Weitere Fragen? Ja, natürlich. Warum rufen Sie denn nicht mit einer Berliner Nummer an? Also wir benutzen ein internationales Programm, Rufprogramm, und deshalb ist die Nummer also und nicht von Berlin. Ja, und von welcher Rufnummer ruft mich jetzt an? Aus welchem Land? Das ist ein Programm, wie ich Ihnen mitgeteilt habe. Das ja? habe ich nicht gefragt. Aus welchem Land rufen Sie mich denn jetzt an? Bei Berlin ist es ja nicht. Das ist Berlin, aber wir benutzen ein Programm, ein Rufprogramm. Ja, das ist keine Festnetznummer. Ja, aber es ist aus einem anderen Land, die Nummer, die mir angezeigt wird. Ja, weil wir ein Programm benutzen und nicht von Festnetznummer bei Ihnen anrufen. Ja, aber trotzdem ist es doch ein anderes Land. Sie rufen nicht aus Berlin an. Die Nummer, die... Sie verstehen, glaube ich, nicht so richtig was von... Sie rufen Nein, ja aus also ich mit einer belgischen Telefonnummer bei mir an. Belgien. Auf dem Handy wurde also andere Land angezeigt, ja, andere Vorwahl. Nicht auf der Handy, sondern auf dem Telefon hier. Auf dem Telefon, ja. Warum rufen Sie dann mit einer belgischen Nummer an? Weil wir ein Programm benutzen, ein Rufprogramm benutzen. Ja, und das Rufprogramm kann man doch einstellen, dass man die Nummer... von der Nummer aus anruft, in dem Land man ist. Sie also sagen, das kann man nicht einstellen. Also wir geben einfach die Telefonnummer ein, an welche Nummer wir anrufen müssen und
Ja, das ist falsch. Das funktioniert automatisch. Ja, ich kenne Telefondialer, die muss man einstellen. Richtig. Und ihr Dialer ist so eingestellt, dass sie aus Belgien anrufen. Und das stimmt ja nun mal nicht. Nein, also manchmal von Belgien, manchmal von Deutschland, manchmal von Austrien und so weiter. Und das ist schon mal, ja gut, okay. Sie sagen, gut, okay. Sie sitzen, wo sitzen Sie dann in Berlin? In Berlin. Ja, wo denn da? Aus Datenschutzgründen, darf ich die Adresse nicht nennen. Ach, aus Datenschutzgründen dürfen Sie mir nicht... Datenschutz, genau. Ja, aus Datenschutzgründen dürfen Sie mir nicht sagen, wo Ihre Firma... Genaue Adresse darf ich nicht nennen, genau. Ah, alles klar, okay. Das bestätigt man ganz klar. Gut, dann wo sind Sie... Der Hauptsitz ist wo, der Firma? Hauptsitz ist in Deutschland. Dann sind Sie ja sicherlich bei der BaFin auch. Sie handeln in Deutschland, dann müssen Sie aber auch bei der BaFin gelistet sein und gemeldet. Ja. Okay, dann überprüfen wir das nochmal. Mit welcher Firma sind Sie da gelistet? Mit welcher Firmenbezeichnung? AUX Capital. Okay, geben wir doch mal ein direkt. So, gar kein Problem. AUX.KP. Man braucht auch kein Lizenz in Deutschland, Onlinehandel zu beginnen. Alles. Ich habe ja auch nicht nach deiner Lizenz gefragt, sondern nur gefragt, wo Sie gelistet sind. Ja, also das spielt keine Rolle. Also wir können. Sie handeln in Deutschland. Sie handeln in Deutschland. Genau. Und in Deutschland also brauchen wir keine Lizenz. Also AUX Capital wird bei der BaFin nicht gelistet. Also wenn Sie kein Interesse haben, also ich muss schon... Nee, ich habe ja ein Interesse. Sie stellen nur die Fragen, ja. Ja, genau, ich stelle Fragen, ja. Also ich bin mir sicher, dass Sie weitere Anrufe auch bekommen und fragen Sie, also nächste Mitarbeiter. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, schöne Betrüger. Wie immer kommen Sie da nicht weiter. Genau. Also wir sind nicht Betrüger. Sie sind genau die Betrüger, die wir auf der Liste haben. Legen Sie ruhig auf. Ist euch eigentlich aufgefallen, was für abstruse Lügen mir in diesem Video aufgetischt wurden? Ich musste mich echt konzentrieren, um nicht laut loszulachen. Ich hätte denen gerne noch mehr aufgetischt, aber die Sache mit dem Double Opt-in hätten die eh nicht verstanden. Auch, dass die Plattform dieser Firma, die seit Jahren in Berlin sitzt, gerade erst am 6.10.2022 registriert wurde, konnte ich nicht mehr loswerden. Es war also die absolute Märchenstunde. Und gerade jetzt, wo ich den Abspann einspreche, erhielt ich eine weitere Nachricht von einem anderen Mitarbeiter dieser Firma, dass diese Firma, die ja seit Jahren in Berlin registriert ist und arbeitet, eigentlich ein Eigentum der Iridescent Group ist, welche ja auf St. Vincent beheimatet und registriert ist. Sehr seriös, oder? Wer mag, kann diesen Kanal gerne abonnieren und auch die Glocke drücken, um auch die nächste Märchenstunde nicht zu verpassen. Habt eine schöne Zeit, bis dann, gehabt euch wohl.